Moin moin miteinander und willkommen zur nächsten Folge von Icewind Dale, den Trials of the Lure Master. Ja, 1, 2, 3, 4. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal im Uhrzeigersinn. Das heißt, hier fangen wir an. Wir stehen ja auch schon da. Lasst uns keine Zeit verschwenden. Genau. Genau. Halt. Hier kommt irgendjemand. Knochenwachen-Skelett. Sag mir, nach was es dir verlangt. So, Knochenwachen-Skelett, das würde ich mal sagen. Angriff! Ah! Na komm schon, Bums. Und weg ist es. 4000 EP. Gar nicht schlecht. Und wieder ein paar Fächer. Und kann ich helfen? Welche Fallen? Ja! Das ist eine gute Frage, ne? Haben wir Fallen? Du brauchst mich? Im Moment in Ordnung. Sehe ich keine, also kein Grund hier nicht reinzugehen. Und wieder Fächer. Kann ich helfen? Du kannst mal gucken, was in Ordnung ist. Ein Zauber. Auflösung. Nimm mal mit. Und ein bisschen Geld. Und ein bisschen Edelsteine. Edelsteine gehören hier hin. Und der Zauber gehört dahin. So, was haben wir denn da? Auflösung, Grad 6. Ein Wesen, keine Ahnung. Dieser Zauber lässt ein Wesen verschwinden. Wird der Zauber ausgesprochen, schießt ein vom Anwender ausgehender dünner grauer Strahl auf das Zielobjekt zu, das aufgelöst wird. Wenn es nicht einen Rettungswurf gegen Zauber durchführt, dieser Zauber lässt sich auch gegen untote Wesen einsetzen. Aufgelöste Charaktere können nicht wieder erweckt werden. Sie sind für immer, naja, entschwunden. Das ist eigentlich keine schlechte Sache, Auflösung, ne? Naja. Würde ich vielleicht gegen den Kugelblitz eintauschen. Ah, ich muss mir das nochmal überlegen. Aber Auflösung, ja. Was gibt's zu tun? Ich glaube, den werde ich bei nächster Gelegenheit mal testen. Okay, so viel dazu. Also gut. Also gut. Achso. Nein. Ja? Du bist ja dafür verantwortlich, ne? Ich werde mein Bestes geben. Also hier ist nix, da ist nix und da ist nix. Alles gecheckt. Ich gehe dir zur Seite. Gewiss. Immer bereit. Mhm. So, ja? Dann hat mir jetzt hier eine... Wie du wünschst. Tür. Und da... Puh, okay. Formation, liebe Leute, Formation. Und dann, ich bin hier. Mach mal die Tür auf. Wie du wünschst. Du bist doch so mutig. Niemand da? Überhaupt niemand? Weil eben hatte ich noch so, Schritte gehört, Schrittgeräusche. Bereit. Ich bin so ein bisschen... Ja, doch, ich höre Schritte. Ich bin erschrocken. Wiedergänger. Wie kann ich helfen? Ist etwas nicht in Ordnung? Na gut. Herr Wiedergänger? Versöhn dich mit deinen Göttern! Oh, na toll. Die Götter werden ihr Urteil über dich fällen. Lady Tali war kurzzeitig festgehalten. Ich will Folgendes nochmal machen. Einfach mal los und zum Spaß. Hol ich mal hier ein paar Käfer rein. Und diese Bombardierkäfer schicke ich mal. So, hier hin. Geht mal dahin. Und bombardiert mal ein bisschen, falls ihr dazu kommt. Bereit und willig. Formation.
In Ordnung. So, und du? Ich werde gebraucht. Du bist ja, genau, du bist ja versteckt. Ich werde nicht versagen. Solange du versteckt bist, kannst du ja hier so ein bisschen so ausgeschaffen. Ja, gleich ausgelöst. Gruftmonster unverletzt. Unverletzt ist tot. Macht ihn alle. Und stets du bist mal dahin. Ich werde nicht versagen. Gruftmonster betäubt. Oh, betäubt ist schön. Wenn das Gruftmonster betäubt ist, ist das natürlich schön. Waffe unwirksam. Ah, okay. Waffe unwirksam ist natürlich doof. Ne? Gruftmonster leicht verletzt. Sag mir, nach was es dir verlangt. Ganz recht. Du brauchst ich höre dich. Und Attacke. Befehle? Lasst uns du hast meine Aufmerksamkeit. So. Einverstanden. Ach, da kommt. Wer kommt denn da? Ah! Gevatter Wiedergänger. Gehe dir zur Seite. Lady Tully. Ich verstehe. Macht den alle. Na toll, jetzt ist sie festgehalten durch die eigenen Käfer. Bereit. Ja. Wiedergänger schwer verletzt. Aber naja, scheinbar diese Bombardierung der Käfer ist gar nicht so unschlecht. Ja? Verstanden. So, dann kriegen die alle einen Bonus. So, und weg ist er. Ergebt euch! Die Götter werden nun ihr Urteil über dich fällen. Wieso ist er nur fast? Ach, er muss verbrannt werden scheinbar. Er muss scheinbar verbrannt werden. Na gut. Okay, liebe Bombardierkäfer. Ihr dürft gerne schon mal weiter auskundschaften. Hab ich nichts gegen. Fallen suchen. Wobei kann ich dir zunächst sein? Du kannst dich weiter verstecken, genau. Ja? So, ihr macht mal hier eure Formation. Keine leichte Aufgabe. Ja? Du, da du ja unsichtbar bist. Hab verstanden. Vorne. Haben die an dich nichts dagelassen. Ein Sarkophag. Was? Klingt gut. Was gibt's zu tun? Jederzeit. Wow. Was ist hier passiert? Gruftmonster. Gruftmonster. Kann ich helfen? Mhm. Du gehst mal hier hin. Und immer bereit. Ich werde dahin. Es schnell erledigen. Und die... Hier ist so eine Wand. Wieso zaubert er? Wieso sieht er mich? Und du? Habe ich nur noch einen Bombardierkäfer, oder wie? Oder gar keinen? Ich werde gebraucht. Ich werde es erledigen. Oh. Hier, greif ihn doch mal an. Gruftmonster teleportieren. Aber der hat doch gar nicht teleportiert. Mhm. So. Feuer gut. Frei. Wo ist ein Bombardierkäfer? Ich hatte doch zwei. Na gut. Ich bin hier. Hörst du mich? Dann machen wir es halt auf die Art und Weise. Das wieder zurück und zurück
zurück, zurück. Zack. Und Attacke. Ich höre. Bin schon dran. So, Groovemonster ist weg. So. Wie kann ich helfen? Ganz recht. Also ist das hier... Ich weiß nicht, eine Art Illusionswand? Ja. Oder ist das ein Bug, weil... sowas habe ich, glaube ich, bisher... noch nicht... Bereit und willig. ...gehabt. Ach so. Wie du wünschst. Hier ist ja übrigens noch, nee. Der Sarkophag, der aber scheinbar nicht... Sag mir, nach was es dir verlangt. Wie du wünschst. Falle. Okay, Schlüssel. Nicht mit einer Falle belegt, ist ein Schlüssel. Ein Kupferschlüssel. So, ansonsten ist hier nichts. Ja. Du brauchst mich? Keine leichte Aufgabe. Oh, was ist das? Scheinbar kann man hier wirklich irgendwie durchgehen. Gesprengtes Skelett. Nein, gesprengtes... Ich glaube, das ist so eine fehlerhafte Übersetzung. Ich glaube, das sind die Dinger, die explodieren. Kann das sein, dass die explodieren? Du hast meine Aufmerksamkeit. Wenn die explodieren, dann könnte man ja... dann könnte man sich ja erstmal zurückziehen. Geh dir zur Seite. Zurück. So ungefähr dahin. Gewiss. Weil die Skelette sind ja langsam. Und statt dass ich dann mich mit denen beschäftige... Ja? Können die ruhig mal welche Käfer sprengen oder so. So, was sind das? Bohrkäfer. So. Liebe Bohrkäfer, da könnt ihr... Ja, ganz recht. So, genau. Da, bohrt mal. Bohrt mal schön rum. Ja, das dachte ich mir schon. Die gehen nämlich kaputt. So, unverletzt. Bohren. So, wie sieht's bei den Bohrkäfern aus? Schwer verletzt. Fast tot. Fast tot. Was? Bin schon dran. Bin schon dran. Ich bin hier, wie du wünschst. Ja, diese blöden Skelette, ich glaube, sobald man denen sich irgendwie nähert, oder sobald man die einmal angreift, explodieren sie, ne? Kann das sein? Hier, gesprengtes Skelett. Erleidet 10 Schaden durch Klinge von... Erleidet 22 Schaden durch Klinge... Spilos Schneeballschwarm. Und also ich glaube, beim ersten Schaden... gesprengtes Skelett. War immun gegen meinen Schaden durch Kälte. Warum mache ich nicht einfach... Wie lautet deine Aufgabe? Also wenn jetzt hier noch mehr Skelette kommen... Ich habe hier doch... hier, Widerstand gegen Kälte auf 100. So. Die dürfen sich hier ein bisschen erholen, die, ne? Leicht verletzt. Unverletzt. Leicht verletzt, komm. Du gehst mal dahin. Hm? Und du gehst mal dahin. Hier? So, die dürfen sich weiter erholen. Kann ich helfen? Hier? Und dann kundschaften wir das Ganze mal aus. Eigentlich müsste ich aber Fallen hier aussuchen, ne? Ah, da kommen sie, die Bösen. Ah! Ja? Bei dem Bohrkäfer. Ah! Na, gut. Hallo? Ja? Du so schnell ich kann. Bohrkäfer, du bitte zurück. Schwer verletzt. Nicht mein Bohrkäfer.
Ich will die ja nicht einfach so opfern. Ist etwas nicht in Ordnung? Ich werde mich darum kümmern. Angreifen. Bereit. Bin schon dran. Um den kümmere ich mich. Ich höre dich. Ich werde mich darum kümmern. Brauchst du mich? In Ordnung. Wie lautet dein Name? Sehr gut. So, jetzt bitte kaputt machen. Okay. Er ist letztendlich. Und? Hat sie Schaden bekommen? Nein, hat sie nicht. Dann geht's jetzt alleine. Ja, alleine will ich's ja nicht. Ich werde mein Bestes geben. Aber. Er kann sicher ja so ein bisschen doch. hier Unterstützung geben. Rohrkäfer. Kann ich helfen? In Ordnung. Wo sind denn jetzt die anderen Rohrkäfer hin? Lasst uns an der Arbeit gehen. Ich verstehe. Da. Wobei kann ich dir... Ich werde es schnell erledigen. Oh. Ja. In Ordnung. So. Bereit. So, guck mal nach Fallen. Und ist etwas nicht in Ordnung? Hier? So. Ja. Ich höre dich. Ich werde mein Bestes geben. Was? Gut. Keine Fallen, keine Gegner. Oh, doch, ein Gegner. Brauchst du mich? Ich werde mich darum kümmern. Kann ich helfen? Ja. Wieso geht er zum Dieb? Na gut. Wie lautet deine Aufgabe? Ich werde mich darum kümmern. Ja, gut. So. Hier? Klingt gut. Oh, hier ist wieder irgendwas. Aber das ist ein etwas größerer Raum. Also ich, Kann ich helfen? Hier? Oh, oh, oh. Was kommt da? Das ist jetzt kein gesprengtes Skelett mehr. Ist er alleine? Ja, ich werde mich darum kümmern. Na, kriegt sie ihn nieder, alleine? Ah! Sie ist ja nicht so die tolle Kämpferin. So, erste Runde ging an das Skelett. So, sehr schön. Zeig's ihm. Schwer verletzt, ja! So kämpft man. So möchte ich das sehen. Ne, als Klerikerin dürfte das ja kein Problem sein für dich. Blödes, Knochenbacken-Skelett. Ja, apropos, sie hat doch hier... Untote Banne. Wie funktioniert das hier? Na? Ja, es flieht! Flucht. Nicht schlecht. Das ist wohl das erste Mal, dass das geklappt hat. Oh, 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 oh. Okay. Ist etwas nicht in Ordnung? Zauber sind nie gut. So schnell ich kann. Zauber sind nie so toll. Ich höre dich. Sie hat immer noch untote Bannen, ne? Wie kann ich helfen? In Ordnung. Hier. Verstanden. Ja, flieh. Du wirst uns nicht entkommen. Bereit und ganz recht. Schön hier bleiben.
Ich habe ja tatsächlich noch nie mit Untote-Bannen experimentiert. Oder fast nicht. Aber das, da die ja schon jetzt so ein kleines bisschen höherstufig ist, scheint das ja zu funktionieren. Weil früher das einfach nicht funktioniert. Würde ich mal sagen. Sag mir, nach was es dir verlangt. Gewiss. Gehen wir einfach mal voran. Ja. Du brauchst mich? Bereit. Brauchst du Sie mich? Sie ist immer noch mit Untote-Bannen beschäftigt, ne? Ich versuch's kurz zu machen. Also, normalerweise teleportieren sich ja einige Monster, aber irgendwie... der teleportiert nicht. Irgendwie teleportiert er nicht. Gehe dir zur Seite. Ganz recht. So, mein kleines Skelett. Ja? Zum Kampf! Wie lautet deine Aufgabe? So schnell ich kann. Du machst weiter. Untote bannen. Dann kriegen die vielleicht Angst und wehren sich nicht mehr. Cool. Es läuft, würde ich mal sagen. Es läuft. Was? So, dann Fallen suchen. Ja! Unsichtbar machen. Ich habe nur noch zwei Käfer, ne? Irgendwie ist mir gerade ein Käfer abhanden gekommen. Kann es sein, dass der die Käfer wegteleportiert? Statt sich selbst? Hm? Das wäre natürlich böse, ne? Wenn er irgendwie meine Leute hier irgendwo wegteleportiert, wo, was weiß ich wohin, ne? Das wäre böse. So, ich schaue gerade auf die Uhrzeit. Es ist mal wieder soweit, Zeit für ein kleines Päuschen. Von daher, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage, bis gleich.